Nicht nur 2015 ist ein Rekordjahr, sondern auch 2014 hier war schon wärmer als alle Jahre zuvor. Aufmerksame Zuschauer und Kenner unserer Videos werden sofort gemerkt haben, dass Thomas Stocker in seiner Grafik an der rechten Seite auch wieder den absoluten globalen Temperaturwert weggelassen hatte. Denn es müsste dort noch der absolute globale Temperaturwert von 14,76 Grad Celsius stehen, den die WMO am 25. Januar 2016 für das Jahr 2015 ausgewiesen hatte. Aber diesen Wert von 14,76 Grad Celsius, den wir nun in der Grafik nachträglich ergänzt haben, hat Stocker aber in seinem Vortrag weggelassen. Und warum? Gute Frage. Das werden wir Ihnen an folgendem Beispiel klar machen. Stellen Sie sich vor, Ihr eigener Hausarzt zeigt Ihnen diese Grafik. Und Ihr Hausarzt behauptet anhand dieser Grafik, Sie hätten erhöhte Temperatur beziehungsweise Fieber von ca. 0,8 bis 1 Grad. Eigentlich wundern Sie sich, weil Sie ja selbst gar kein Fieber an sich feststellen, aber selbstverständlich vertrauen Sie Ihrem langjährigen Hausarzt, wenn er Ihnen sagt, Sie hätten Fieber. Zu Hause angekommen, werden Sie doch misstrauisch und hinterfragen die Behauptung Ihres Hausarztes und Sie stellen dann fest, dass Ihr Hausarzt die Absoluttemperaturen an der rechten Grafikseite weggelassen hatte. Denn eigentlich müsste die Grafik so aussehen. Sie sehen und erkennen dann, dass die nun sichtbaren absoluten Temperaturwerte allesamt unterhalb des Normalwertes von Fieber, also bei unter 37 Grad Celsius, liegen. Eka, wie hoch ist die normale menschliche Körpertemperatur? 31 Grad. Richtig! Alle, die zwischen 36 und 37 Grad haben, sollten sich sofort krank melden und zu Hause bleiben. Denn diesen folgenden Fiebervergleich verwendet ja auch der Klimafolgenforschungskollege von Thomas Stocker, Hans-Joachim Schellenhuber, nur zu häufig und gerne, um die Öffentlichkeit von der angeblichen fiebrigen globalen Erwärmung zu überzeugen. Ich vergleiche das immer, die Temperatur der Erde mit der Körpertemperatur des Menschen, die bei uns ziemlich genau knapp unter 37 Grad Celsius eingestellt ist. Und wenn Sie da 3 Grad dazu nehmen würden, haben Sie schweres Fieber und bei 4 Grad ist es tödlich. Und das ist eigentlich der angemessene Vergleich. Sie können also verstehen, wie Ihr virtueller Hausarzt Sie mit relativen Temperaturerhöhungen getäuscht hatte, indem er die absoluten Temperaturwerte weggelassen hatte, auf die sich die Temperaturerhöhungen bezogen haben. Sie werden sich ja jetzt zu Recht fragen, ja, aber wo liegt denn der Normalwert der Temperatur der Erde, wenn beim Menschen der Normalwert bei 37 Grad liegt? Wo liegt dieser Wert denn bei der Erde? Sehr gute Frage. Ein weiterer Klimakollege von Thomas Stocker, der bekannte deutsche Klimaforscher Mojib Latif, hat es in seinem Buch im Jahr 2003 so formuliert. Jedes System hat so etwas wie eine optimale Betriebstemperatur, bei der es am besten funktioniert. Bei uns Menschen beträgt sie ungefähr 37 Grad. Bei der Erde kann man das nicht so genau definieren. Aber in den letzten Jahrhunderten lag sie bei 15 Grad. Und die Menschheit ist damit jedenfalls gut gefahren. Zitat Ende. Bis April 2016 war noch dieses Infovideo mit diesen einschlägigen Zitaten über den angeblichen Treibhauseffekt auf den Internetseiten von Dreisat abrufbar. Weil sie die zurückgestrahlte Wärme festhalten, wie eine Bettdecke. Das ist der natürliche Treibhauseffekt. Wasserdampf und Treibhausgase halten die Wärme auf der Erde. 15 Grad Celsius. Jetzt ist die Erde perfekt. Seit nunmehr fast 7 Jahren, denn diese Videosequenz über den natürlichen Treibhauseffekt wurde erstmalig im Rahmen der WDR-Live-Sendung Quarks & Co. am 8.12.2009 gezeigt. Denn seit dieser Zeit erzählen uns die Staatsmedien etwas von der Gefährlichkeit der globalen Erwärmung. Wenn zum einen die Erde bei 15 Grad Celsius perfekt sein soll, und zum anderen dann im Februar 2015 die deutsche Bundesregierung in einer Pressemitteilung behauptet, der Klimaschutz müsse Priorität haben, da die ach so gefährliche Globaltemperatur im Jahr 2014 ja bei 14,6 Grad Celsius liegen würde.
Montag. Hallo, hallo, jemand zu Hause? Hey, denk mal nach, McFly. Hallo, Frau Merkel, verehrte Physikerin. Begreifen Sie bitte, 14,6 Grad Celsius sind immer noch kleiner, nicht größer, als die perfekten 15 Grad Celsius. Hey, denk mal nach, McFly. Liebe Frau Merkel, wir zeigen Ihnen mal anhand einer Animation des baden-württembergischen Umweltministeriums, wie globale Erwärmung mit angeblich vom Menschen verstärkten Treibhauseffekt funktionieren soll, von dem die deutsche Bundesregierung die Öffentlichkeit seit nunmehr 30 Jahren belehren will. Liebe Frau Merkel und auch lieber Herr Stocker, Sie sehen anhand dieser Animation sehr schön, wie offiziell dargestellt wird, wie der Treibhauseffekt funktioniert. Ohne Treibhausgase hätte die Erde eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius. Dann kommen die natürlichen Treibhausgase hinzu und die Temperatur der Erde liegt dann optimal bei plus 15 Grad Celsius. Und wenn der Mensch dann noch mehr Treibhausgase in die Luft bläst, dann kann die Globaltemperatur auf sogar 22 Grad Celsius sage und schreibe ansteigen. So die offizielle Argumentation der offiziellen Klimaforschung seit nunmehr fast 30 Jahren. Was sich auch durch Drucksachen der Enquete-Kommission beim Deutschen Bundestag in aller Deutlichkeit nachweisen lässt. Und das Jahr 2014 soll mit 14,6 Grad Celsius und das Jahr 2015 soll mit 14,76 Grad Celsius das angeblich wärmste Jahr gewesen sein, wo man doch nur mal in einschlägige Presseartikel aus den letzten Jahren und Jahrzehnten zum Thema Klimawandel und Erderwärmung schauen muss, um festzustellen, dass mindestens über 20 Publikationen existieren, in denen seit den 1980er Jahren bis in das Jahr 2010 eine globale Mitteltemperatur von über 15 Grad Celsius ausgewiesen wurde und nun im Jahr 2014/15 nun nur noch 14, irgendetwas, also auf jeden Fall unterhalb von 15 Grad Celsius. Montag. Hallo, hallo, jemand zu Hause? Hey, denk mal nach, McFly. Auch der Schweizer Kollege von Thomas Stocker, ein gewisser José Romero, mit dem Thomas Stocker im Herbst 2015 zur IPCC-Wahl in Dubrovnik war, hatte im Jahr 2003 in seiner Publikation von einer Globaltemperatur von 15,5 Grad Celsius gesprochen. Und auch 2003 mit der angeblichen Klimaprognose, die Heizung der Erde gerät außer Kontrolle. Mit einer Globaltemperatur oberhalb von 15 Grad Celsius. Und für 2015 werden von der WMO nur noch 14,76 Grad Celsius ausgewiesen. Bereits im Februar 2015 in Olten in der Schweiz wurde José Romero auf diesen Widerspruch hingewiesen, aber er hat bis heute dazu nicht erklärend geantwortet. Verstehen Sie jetzt, warum wir kritisieren, dass auch Thomas Stocker bei seinem Vortrag in Vaduz die absolute Globaltemperatur von 14,76 Grad Celsius in seiner Vortragsgrafik nicht ausgewiesen hatte. Denn merkwürdig ist auch, dass im vierten IPCC-Bericht, der im Februar 2007 veröffentlicht worden war, der absolute Globaltemperaturwert noch ausgewiesen worden war. Er lag damals bei 14,5 Grad Celsius. Im Dezember 2009 wurde im Rahmen der Klimakonferenz von Kopenhagen dieser absolute Globaltemperaturwert in nahezu allen TV-Nachrichtensendungen auch eingeblendet. In den letzten 100 Jahren ist die globale Durchschnittstemperatur konstant gestiegen. Heute ist es 0,7 Grad wärmer als 1900. Nur merkwürdigerweise wurde der absolute globale Temperaturwert im fünften IPCC-Bericht 2013 nicht mehr ausgewiesen. Uns würde auch interessieren, was Thomas Stocker dafür für eine Erklärung hat. Aufgrund unserer umfangreichen Ausführungen in den letzten Minuten haben Sie hoffentlich verstanden, warum die Angabe einer absoluten Globaltemperatur so wichtig ist, unabhängig davon, wie schwierig die Ermittlung so einer absoluten Globaltemperatur auch sein mag. Fest steht jedenfalls, ohne die glaubwürdige Ermittlung und Angabe dieser absoluten Globaltemperatur ist eine Bewertung der angeblichen globalen Erwärmung definitiv nicht möglich. Und Thomas Stocker sollte sich diesbezüglich auch mit seiner steilen Behauptung in der Schweizer Sonntagszeitung am 12. Juni 2016 messen lassen.
Es ist mir ein Anliegen, dass Informationen der Wissenschaft korrekt und unverfälscht in die Gesellschaft getragen werden. Zitat Ende. Insbesondere wenn Thomas Stocker solche harschen Behauptungen wie bewusst Falschinformationen über eine kritische politische Institution wie die Schweizer SVP aufstellt. Auch wenn Thomas Stocker in seinem Vortrag in Vaduz vermeintlich moderat und objektiv behauptet hatte, nicht nur 2015 ist ein Rekordjahr, sondern auch 2014 hier war schon wärmer als alle Jahre zuvor. Ich sage nicht, dass wir den Klimawandel beweisen mit 2015. Das geht nicht, wie ich vorher ausgeführt habe. So bestätigt Thomas Stocker mit diesem Halbsatz zum einen, dass es bis heute keinen Beweis für den menschengemachten Klimawandel gibt. Aber zum anderen bewirkt dieses Superlativ vom angeblich wärmsten Jahr 2015 für perfide mediale Mechanismen, wo dann Thomas Stocker nur zuschauen und zuhören braucht, wie die Sau vom wärmsten Jahr durchs mediale Dorf gejagt wird. Nachfolgend ein paar kurze Zitatbeispiele aus dem medialen Treibhaus des angeblich wärmsten Jahr 2015. Wir schauen nicht 2015 an und sagen, seht, hier ist der Klimawandel. Das sind vielleicht einzelne Wissenschaftler, da gebe ich Ihnen sogar recht. Angewöhnen. Und es ist ja nicht nur dieser November, es sind ja viele Monate, eigentlich das gesamte Jahr 2015, ein Monat nach dem anderen zu warm und zu trocken. Und das auch nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit. 2015 wird das mit Abstand wärmste Jahr weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und das muss man nicht mehr wegdiskutieren, kann man nicht mehr wegdiskutieren. Das ist ein Indiz für den Klimawandel. Meine Damen, meine Herren, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem Nachtmagazin. Ja, und so sieht es aus, wenn die Durchschnittstemperatur der Erde immer weiter steigt. Was Sie sehen, ist der Mendenhall-Gletscher in Alaska, über 8 Jahre in einem Fotoprojekt festgehalten, die täglichen Veränderungen durch die Jahreszeiten, über die vielen Jahre hinweg. Im Superzeitraffer dann zusammengeschnitten vom Earth Vision Institute in Colorado. Das also ist der Klimawandel in Aktion. Warum zeige ich Ihnen das? Weil die UN-Organisation für Meteorologie heute einen Bericht vorgelegt hat, aus dem hervorgeht, 2015 war weltweit das wärmste Jahr, das jemals gemessen wurde. Und mancherorts brannte die Sonne so heiß auf den Asphalt, dass er aufriss. Also grundsätzlich, das ist der Klimawandel. Ein solcher Sommer zeigt uns, dass wir mittendrin stecken. Das war alles andere als normal in diesem Jahr. Ja, UN-Meteorologen melden einen Hitzerekord. 2015 war das weltweit wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880. Die Durchschnittstemperatur lag demnach erstmals etwa 1 Grad über dem vorindustriellen Wert. Die Weltorganisation für Meteorologie spricht von einem ernüchternden Moment in der Geschichte des Planeten und warnt vor den Folgen des Klimawandels. Die Weltorganisation für Meteorologie in Genf hat die bedrohliche Entwicklung der Erderwärmung bestätigt. Die weltweite Durchschnittstemperatur lag im vergangenen Jahr so hoch wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen, etwa 1 Grad über dem vorindustriellen Wert. Damit steige auch das Risiko von wetterabhängigen Katastrophen wie Überflutungen und Dürren, erklärten die UN-Meteorologen. Die Auswirkungen des menschgemachten Klimawandels würden uns in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen. Spätestens mit dem aktuellen Wärmerekord ist klar, die Klimaerwärmung macht keine Pause. Die Fieberkurve des Planeten kennt nur eine Richtung. Und haben Sie gemerkt? Auch bei all diesen Fieberkurven des Planeten, in diesen damaligen TV-Berichten im Jahr 2015, 2016, wurde die absolute Globaltemperatur nicht ausgewiesen.